Nachdem einige erfahren haben, dass wir Nachwuchs erwarten, kam immer wieder die Frage, wer kümmert sich um die Katzen, wenn ihr für die paar Tage ins Krankenhaus müsst? Denn diesmal könnt ihr sie ja nicht mitnehmen. Also Leute, der Plan ist folgendermaßen. Klar ist, dass Marcel die ganze Zeit über bei mir sein wird, außer nachts. Da kommt er nach Hause und macht alles fresh. Aber tagsüber muss die Versorgung der Katzen trotzdem hundertprozentig gewährleistet sein. Mein größtes Problem dabei ist Apollo. An manchen Tagen verweigert er sein Nassfutter und verhungert lieber. Und deshalb sind wir auf Trockenfutter angewiesen. Davon bekommen sie aber über den Tag verteilt nur eine bestimmte Menge, was eigentlich nicht möglich ist mit nur einem Napf und wenn man nicht zu Hause ist. Aber dafür haben wir die perfekte Lösung, und zwar den Automatikfeeder von Pet Libro mit Kameraüberwachungssystem. Mit ihm kann ich die Katzen sowohl füttern als auch beobachten. Er hat einen Bewegungsmelder, ich bekomme immer eine Nachricht, wenn die Katzen da sind. In der App kann ich auch einstellen, wann und wie viel Futter die Katzen bekommen sollen, und dann kann ich sie immer durch die Kamera beobachten und sogar mit ihnen sprechen. Ich kann hören, was sie miauen, und sie können mich hören. Mit unserem Rabattcode spart ihr 15% und den Link habe ich euch in der Bio hinterlegt.